Pink als neue Farbe im politischen Werbemeer. Neu ist auch die dazugehörige Partei. Sie nennt sich das Neue Österreich, kurz NEOS. Die Farbe soll das Programm der Partei widerspiegeln. Pink ist auffällig, Pink ist Lebensfreude, Pink macht Lust. Ja? Also wir wollen ja auch Politik erleben als den Ort, wo es wieder lustvoll ist. Das ist nicht irgendwie nur ein korrupter, frustrierter Ort, grauer Ort. Es werden Bürgerforen in jedem Bundesland veranstaltet, so auch in Innsbruck. Gemeinsam mit den Bürgern soll laut NEOS das Programm für die Nationalratswahl erarbeitet und vertieft werden. Die Parteimitglieder kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Wir wollten was Neues machen und vor allem wollen wir ein breites Zelt in der Mitte spannen. Das heißt, bei uns gibt es Leute, die waren vorher bei der ÖVP, die waren vorher bei den Grünen, beim Liberalen Forum und eben auch viele, die nie politisch aktiv waren. Und diese Mischung macht's aus. Ein Programmpunkt der proeuropäischen Partei lautet, die Demokratie zu erneuern und Persönlichkeitswahlrechte einzuführen. Sie, ich, wir alle sollen bei Wahlen ein Kreuzerl machen können, verstärkt bei Personen, die Verantwortung übernehmen und nicht mehr bei anonymen Parteiapparaten. Die sind offensichtlich anfällig für Korruption etc. Laut NEOS sollen die unternehmerischen Kräfte in Österreich gestärkt werden. Ziel wäre es, in den nächsten 5 Jahren die Steuerabgabenquote unter 40% zu bringen. Inhaltlich setzt die Pinke Partei auch auf den Schwerpunkt Bildung. Da haben wir sehr detaillierte Pläne. Wir möchten einfach alle Talente heben in Österreich. Und darum geht es uns. Nicht den Kindern mit 7 Jahren drüber fahren schon, da bist du besonders elend, besonders schlecht. Sondern jeder von uns hat Talente. Und die müssen wir beheben. Die Leute sollen Flügel haben. Kritisiert wird das Föderalismuskonzept in Österreich. Die Bundesländer müssen als Landesregierungen und Landesparlamente entweder Verantwortung übernehmen für Steuern, so wie in der Schweiz, und nicht fremdes Steuergeld ausgeben. Der Bund hebt ein und die Länder verteilen es. Wenn Sie das nicht wollen, dann schaffen wir die Landtage ab. Bei den Nationalratswahlen im Herbst wird die Partei NEOS zum ersten Mal antreten.